In der Winzinger Kirche und genau, für den heutigen Abend, ganz einfach. Wenn Sie sich fragen, woher kommen diese ganzen Tiere nur her? Ja, das möchte ich Ihnen jetzt sagen. Und zwar ist das ein Stück aus einem Kindermusical. Das Katzenhaus heißt es. Es ist unter der Leitung von Anastasia Kamalo und das hier, die ganzen Tiere, ist die Theatergruppe Jufi. Wenn Sie sich fragen, was ist denn die Jufi? Die Jufi ist der Spitzname für die Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße am Telekom-Turm. Ja, da gehen wieder die Tierchen in ihr Zuhause.
verabschieden kurz zur Philharmonie. Sie existiert schon seit 7 Jahren und bietet ein vielfältiges Programm. Die JuFi ist nicht nur mit Herz dabei, sondern auch mit Erfolg. Allein 35 Preisträger im Fach Klavier bietet die JuFi. Von denen werden wir heute einige sehen, aber auch viele überraschende Sachen. Ich möchte nichts vorwegnehmen, lassen Sie sich einfach selbst begeistern. Mit dabei war die JuFi zum Beispiel auf dem Festival Querfeldein und heute werden wir, beziehungsweise die JuFi wird immer gerne dort gesehen und gebucht und davon werden wir heute auch ein paar Ausschnitte zeigen. Weiter geht es mit Magnus Lohse am Klavier, mit dem Stück Bolero von Duvernois und anschließend kommt das Klavierduo Sorelle Furioso von Caroline Schnell und Florine Schwell, das ist ein Geschwisterduo, mit dem Blumenwalzer von Khachaturian. Viel Spaß! Thank you.
Nicht nur auf Regional-, Landes- oder Bundesebene haben wir Preisträger, sondern auch internationale. Und zwar in Straßburg oder auch in Karlsruhe hat das Ballettensemble der JUFI unter der Leitung von Natalia Zizchenka schon Preise mit nach Hause nehmen können. Und die werden wir gleich in einem beflügelten Schmetterlingsformat hier vorne zu sehen kriegen. Und danach lassen wir die Finger tanzen, beziehungsweise das Klavierduo Eloquin lässt die Finger tanzen mit einer italienischen Polka von Rachmaninoff. Sie haben auch zahlreiche Auftritte und werden gern gebucht, wie zum Beispiel bei dem Festival Querfeldein. Viel Spaß! Thank you.
Es ist schön zu wissen, dass unsere Jugendphilharmonie eine Plattform für junge Künstler bietet. Und das Ganze, möchte ich an dieser Stelle nur kurz sagen, wäre eigentlich gar nicht möglich ohne unsere Direktorin Marina Kammerloch. Und deswegen möchte ich einen kurzen Applaus für sie. Weil ich finde, man sollte sich sowieso immer bedanken. Als nächstes sehen wir eine junge Künstlerin in der Kategorie Gesang. Ihr Name ist Sophia Eckert, aber ihr Künstlername ist Soninchen. Sie komponiert selbst, hat diverse Wettbewerbe mitgemacht und Festivals. Zum Beispiel war sie auch Finalistin des Rheinland-Pfälzischen Song Contests in Ludwigshafen. Und heute stellt sie euch oder singt sie ihr eigenes Lied Candy Cane vor. Viel Spaß damit. He says like a candy cane, smells like cigarettes. It told me if you want to, you can go. You make me really tired. I'm thinking of you tonight. In my bed, in my lucid dreams, you cannot imagine what happens in my head. When I see your face, my heart's breaking, breaking. Looking at him through the smoke, his eyes are like little oceans, so like holes. I can't figure out. You cannot imagine what happens in my head. How my heart's breaking when I see your face. It tastes like a candy cane, smells like cigarettes. It told me if you want to, you can go. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Pushing you, pushing up, pulling away from you. I giving you taking you, taking young blood. See you want me, see you want me. Body is love, and I'm just a dead man walking in it. But you need it, yeah, you need it. All of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just.
paused about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Meine Damen und Herren, das, was Sie eben gesehen haben, bietet Yuffi erst seit wenigen Monaten an. Es nennt sich Poi-Tanz. Es ist eine Mischung aus Tanz, Jonglage und Gymnastik unter der Leitung von Olga Galla. Einen kräftigen Applaus nochmal für die drei bezaubernden Mädels. Kommen wir auch schon zum Ende unseres ersten Teils. Aber bevor wir in die 15-minütige Pause gehen, dürfen wir noch einmal den Oberstufenschüler im Fachklavier Robert Bär hören. Mit einem japanischen Titel namens, ich versuche es, Kusumi Sorogiwi von einer Rock-Metal-Band namens Yusei Te Koku. Und damit verabschieden wir uns vom ersten Teil. Viel Spaß! Thank you.
viel Zeit in die künstlerische Entwicklung der Kinder investiert, wie sie jetzt schon im ersten Teil gut sehen konnten. Aber was ist mit der Schule nebenbei? Ja, was macht man da? Spaß oder Schule? Das wird ja immer automatisch getrennt, oder? Ja, aber nein, die Theatergruppe Jufi Junior beweist das Gegenteil. Denn mit Ratibor, einer Fuge aus der Geografie, werden sie jetzt hier für euch einen Vortrag halten. Viel Spaß! Und das Fluss Mississippi und die Stadt Honolulu und der See Titicaca.
eben Arina Schreiner. Komm mal her zu mir nach vorne. Wie alt bist du denn, Arina? Sechs. Sechs Jahre. Moment, Moment, warte. Ich wollte dich noch fragen. Wie lange tanzt du denn schon? Weiß nicht. Okay, aber wahrscheinlich schon lange, oder? Schon ein bisschen länger, ja. Weil bei diesen Tanzbewegungen, also da hat sie uns total in eine andere Welt entführt, würde ich sagen, oder? Ja, hat sie gut gemacht. Sehr schön. Das war ein orientalischer Tanz. Genau. Es ist immer wieder schön, verschiedene Kulturen zu erleben, vor allem eben im Tanz. Wir haben vorhin Ballett gesehen oder eben Poi-Tanz und jetzt was Orientalisches. Entschuldigung, ich glaube, die Theatergruppe Yufi Junior hat mich angesteckt. Ich glaube, ich muss dringend mal zum Arzt und so wie ich das sehe, ist da hinten eine lange Schlange. Ich gehe mich mal anstellen. Bitte. Nächste. 3a.
Also, nach diesem Arztbesuch ist mein Halskratzen auf jeden Fall weg. Aber das Singen überlasse ich trotzdem lieber den Profis. Und zwar Viktoria Palianski. Sie war auch Finalistin des Song Contests in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Begleitet wird sie am Klavier von ihrer Gesangslehrerin Alena Möller. Mit dem Song You Are the Reason von Callum Scott wird sie jetzt uns in eine neue Welt verzaubern. Und anschließend müssen Sie sich auf jeden Fall vor dem Hummelflug in Acht nehmen, denn Gregor Mack und Lukas Fromm können es nicht abwarten, den Jazz endlich ans Klavier zu bringen. Viel Spaß! Thank you.
wenn Sie denken, dass das Ganze überhaupt nicht mehr zu toppen ist, dann haben Sie sich leider geirrt. Denn die Jufi hat neben den heutigen vielfältigen Kunstrichtungen auch noch nebenher zwei Bands, Parallel und Freefall, Gitarrenensemble und ein Streichensemble namens Neustadts kleine Virtuosen. Sie bestehen aus 35 kleinen Künstlern unter der Leitung von Natalia Komalo. Leider konnten wir nicht alle 35 Menschen, kleine Menschen hier nach vorne bringen, weil der Platz auch zu klein ist. Aber Sie bekommen natürlich heute einen Vorgeschmack. Angefangen mit den zwei Solistinnen des Orchesters, und zwar Nicole Komalo und Angela Bär. Sie spielen als Cello-Duo Musik von Dvořák. Danach werden sie von ihrem Orchester unterstützt bei der Badinerie von Bach und bei der Tarantella von Gavrilin. Ja, ich würde hiermit sagen, genießen Sie ein letztes Mal die Wirkung der musikalischen Kinder der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße. Vielen Dank. Thank you.
Fläche. Nach vorne mit euch. Nach vorne mit euch. Einen kräftigen Applaus. So Jacken ausziehen, oder? Für ein Foto, für ein tolles Foto. Jacke ausziehen, Jacke ausziehen. Oh, Mia, du bist auch da. Klasse. Okay. So, aber jetzt bitte ich also noch unsere Kursenleiter auf die Bühne. Hier auf der Seite gibt es auch so genug Platz. Und das sind Orchesterleiterin Natalia Kamalo. Gesangsdozentin Alena Möller leitet auch so die Gruppe von Gesangsschülern. Natalia Zizinka, Ballettlehrerin und Leiterin der Ballettgruppe. Ist sie da? Ist sie schon auf dem Weg zur nächsten Probe? Ja, Olga Galla, die Leiterin der Tanzgruppe von Poi-Tanz und Orientalischer Tanz. Die Leiterin der Theatergruppe, die Anastasia Komalo. Okay. Ja, und natürlich so am Anfang haben wir auch gesehen, dass die Kinder auch so alle ganz toll bekleidet waren und tolle Kostüme anhatten. Und da sind unsere Helfer, Kostümmacher, Kostümpfleger und Erstellerinnen Anna Beer und Elina Adam. Bitte nach vorne. Die Anna Beer leitet jetzt auch so dann die ganze Requisiten und ganze Pflege. Und natürlich die Moderatorin, die Julia Kohl.